Herzlich willkommen zur Traumflieger DSLR-Woche Nummer 26. Der Sommer hat angefangen. Hallo Stefan. Hallo Chris. Was gibt es da Schöneres, als ein schönes Panorama zu machen? Weiß ich auch nicht. Also, unser Thema Kugelpanoramen, Chris. Genau. Kugelpanoramen, was sind das eigentlich? Einige kennen das oder viele kennen das ja aus der Google Street View. Man kann sich praktisch live vor Ort virtuell umsehen, so wie der Fotograf sich vor Ort umgesehen hat, kann man sich nachträglich am Monitor in die Szene hineinversetzen. Mhm. Ja, Virtual Reality, das Stichwort. Ein Kugelpanorama kann aber noch mehr. Ich habe zum Beispiel ja in Österreich einige Kugelpanoramen gemacht und habe dann da in der Landschaft nachträglich zum Beispiel auch so virtuelle Elemente, Animationen reingesetzt, einen Wasserfall nachträglich animiert. Das wirkt dann fast schon wie ein Video. Ganz faszinierend. Man kann aber noch mehr machen. Man kann nachträglich aus einem Kugelpanoramen Ausschnitte generieren und kann später also nachträglich komponieren und sagen, ach, das gefällt mir nicht. Und kann stürzende Linien entstürzen, je nachdem, wie man das Kugelpanorama dann dreht. Also ein Kugelpanorama kann unglaublich viel und macht natürlich jetzt bei zunehmend schönem Wetter besonders viel Spaß. Nicht nur im Landschaftsbereich, natürlich auch ja, in allen möglichen Bereichen. Wir haben ja zum Beispiel mal einen Kühlschrank von Innenansicht als Kugelpanorama gezeigt. Da gibt es alle möglichen kreativen Anwendungen. Aber Chris, wir haben natürlich dann auch mit relativ viel Technik umzugehen. Genau. Wir haben schon mal in Traumflieger DSLR Woche 24, 25 diese Themen auch angeschnitten. Einmal hatten wir ja, ich erinnere mich noch sehr genau, draußen waren wir, glaube ich, vor der Leisthalle. Sehr kalt war es da. Genau. Da haben wir so einen kleinen Wettbewerb gemacht. Du ohne und ich mit Kopf, aber... Das ist genau das Stichwort. Genau, da gibt es noch mehr. Wir wollen nämlich hier demonstrieren, kann man nämlich vielleicht nicht auch ohne diese ganzen Techniken umgehen. Hier habe ich zum Beispiel... ja, so einen motorisierten Kopf. Das Problem, Chris, ist ja, man muss sich im sogenannten Nodalpunkt rotieren, damit man das Panorama montieren kann. So, jetzt läuft hier zum Beispiel auch so ein Nodalpunktadapter, der motorisiert ist. Und es gibt natürlich verschiedene Varianten. Es gibt natürlich, hauptsächlich werden solche Sachen benutzt. Das ist hier ein Nodal Ninja 3 Mark II. Der ist natürlich schon schlanker, aber den muss man natürlich auch mitnehmen. Ja. Und man braucht dann natürlich auch ein Stativ. Und, so, jetzt mache ich ihn hier mal aus. Also, man geht mit relativ viel Technik um. Aber du hast es ja gerade gesagt, wir haben ja auch schon gezeigt, das war in Woche 24. Man muss nicht unbedingt, aber was man sollte, ist ja, im Nodalpunkt rotieren. Und es gibt ja zum Beispiel auch Apps, die bieten das schon an, und zwar auf Handys zum Beispiel. So, jetzt will ich das hier mal kurz zeigen, damit man das auch mal gesehen hat. Das kennen natürlich auch viele, da gibt es so eine App, 360 Grad Panorama, gibt es für Android und auch für iOS. Da rotiere ich mich dann einfach um die Achse und löse entsprechend dann einfach, hier zeigt er mir auch die Anschlusslinien, dann Schritt für Schritt aus und das kann dann auch Kugelpanoramen generieren. Das läuft ja dann schon freihand, das ist natürlich faszinierend, da brauche ich nicht mit dem Kopf umgehen. Aber Chris, funktioniert das denn wirklich sauber? Bei diesen Apps weiß man, das funktioniert eher schlecht als recht. Ne? Genau, da muss man sehr, sehr ruhige Hand haben und dann ist es auch nie 100%ig sauber. Genau, die Anschlusslinien funktionieren oft nicht. Es gibt ja auch Schwenkpanoramen in einigen Kameras, zum Beispiel von Sony. Da schwenkt man sich einmal und filmt im Prinzip die Landschaft und die Kamera baut dann daraus Stück für Stück auch ein Panorama. Aber ich habe das schon untersucht, das gelingt meistens nicht wirklich einwandfrei im Detail. Und anspruchsvolle Fotografen wollen aber ein sauberes Panorama haben. Ja, und die große Frage ist, kann man jetzt nicht vielleicht doch mit Freihandtechniken irgendwie das sauber hinkriegen? Und das ist eigentlich auch dieser Haupttipp, den wir Ihnen hier vorstellen wollen. Das ist nämlich so ein Pendel, den ich einsetze. Den hänge ich mir dann, das zeigen wir dann gleich noch im Video, den hänge ich mir dann im Prinzip hier so um die Frontlinse rum. Und in der Frontlinse ist eigentlich oft der Nodalpunkt zu finden, zumindest bei Fischaugenobjektiven. Der ist dann in der Nähe der Frontlinse. Und dann kann ich mich im Prinzip orientieren unten an dem Pendel und rotiere dann aus freier Hand um den Nodalpunkt. Und das vermeidet ja hoffentlich Anschlussfehler. Aber gelingt das in der Praxis wirklich?
Das haben wir hier mal untersucht und zeigen Ihnen einen Vergleich zwischen einem Panorama-Motorkopf und einer Freihandtechnik ohne irgendwelche Hilfen. Ja, und diese Pendeltechnik, wie gut ist sie denn eigentlich? Ab in die Wohnstraße und nach einem spannenden Motivstandort suchend gehe ich hier also längs. Und hier entdecke ich dann doch etwas Spannendes für Panoramafotografen. Ja, hier haben wir so einen Zaun, ja, Knauf, würde ich fast sagen. Das könnte ich im Prinzip auch als Spiegelkugel benutzen. Das machen ja zum Beispiel 3D-Künstler, die nutzen keinen Nodalpunktadapter. Bei ihnen reicht es dann oft auch so eine Spiegelkugel, weil hier habe ich ja im Prinzip auch so eine 360-Grad-Rundumsicht. Aber für uns, für fotografische Zwecke, reicht das eigentlich nicht. Eigentlich sieht das gut aus. Tankstelle ist eigentlich auch ganz witzig. Ja, ich suche nach einem geeigneten, interessanten Standort und werde dann schließlich fündig. So, Stativ und Fotorucksack werde ich hier erstmal verstecken, damit wir jetzt, ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, nicht den Eindruck erwecken, wir würden hier eine große, ja, Medienaktion starten. Also ich packe jetzt nur meine Kamera aus und werde dann gleich freihand hier in der Wohnstraße hoffentlich ohne große Aufmerksamkeit zu erregen das 360 Grad Panorama machen und dann schauen wir, ob die Leute hier kommen und sich beschweren oder nicht. Also jetzt das Freihandpanorama. Ja, wir sind unauffällig, hier kommen also keine Nachbarn und beschweren sich, dass wir heimlich, ja, ihre Wohnstraße inspizieren und vielleicht auch, ja, in die Wohnung rein fotografieren. Also Panoramafreiheit nutzen wir hier und wir stören hier offenbar niemanden. Und hier rotiere ich dann einfach frei aus der Hand mit einem Fischauge und einer Canon DSLR. Und ja, hier ist ein PKW ziemlich dicht dran. Das könnte schwierig werden. Mal sehen, wie die Ergebnisse ausfallen. Und hier in Petegui das verrechnete Panorama. Und hier sehen Sie rote Markierungslinien, die zeigen dann, ob die Anschlüsse passen. Und ja, einiges passt hier. Aber hier an diesem PKW, der ganz dicht dran ist, ja, da sieht es dann aus wie ein Patchwork. Das passt nicht zusammen. Also hier grobe Fehler, die wird man auch nicht mehr korrigieren können, egal ob man mit Verknüpfungspunkten oder Stempelarbeiten rangeht. Jetzt der zweite Test und zwar habe ich hier einen Panoramakopf von Seitz, einen motorisierten Panoramakopf Seitz Roundshot VR2. Ja, das ist somit der komfortabelste Panoramakopf mit Motor weltweit, kann man sagen. Aber den muss ich dann auch erstmal montieren. Und das dauert seine Zeit. Hier gehe ich auch noch mit einem Imbusschlüssel ran. Ja, und natürlich muss ich den Nodalpunkt oder nur Parallax Point, genauer gesagt, treffen. Und das habe ich natürlich vorher schon ausgemessen. Und ich brauche hier einige Steckverbindungen. Unten ist der Motor und der steuert dann das obere Teil auch mit an und versorgt ihn mit Strom. Und jetzt noch einige Kameraeinstellungen durchgeführt. Ja, Motorpanoramakopf, im Moment, ja, sind wir nicht besonders auffällig, die Anwohner reagieren hier nicht, das ist natürlich erfreulich. Der Aufbau ist aufwendig und ja, wenn man es nicht jeden Tag macht mit so einem Motorkopf, muss man schon ein bisschen Übung haben. Ja, jetzt gehe ich zum finalen Standort, da wo ich gerade Freihand aufgenommen habe, um gleiche Testbedingungen herzustellen und stelle jetzt hier mein Stativ mit dem Motorkopf und der Canon DSLR auf. Ja, und Sie haben gesehen, so selbstständig ausziehbare Stativbeine können manchmal ganz hilfreich sein. Und hier ist die Steckverbindung zur Kamera noch nicht optimal. Das Kabel ragt in die Frontlinse rein, also kurz umgesteckt. Und dann, ja, soll es auch losgehen. Dann starte ich das Ding jetzt. Ja, jetzt starte ich das Programm im Panoramakopf. Das ist ein Touchscreen und jetzt geht's los. Irgendwie passiert nichts. Passiert nichts. Der hat nur in der Live-View nicht funktioniert, der Auslöser. Das ist echt, was da alles nicht funktioniert. Das ist manchmal wirklich unglaublich. Nicht gleich in Tränen ausbrechen. Letzten Endes funktioniert es ja dann doch. Wir haben die Live-View beendet und dann
steuert der Panoramakopf auch die Kamera sauber an. In diesem Fall, ja, und jetzt sollte alles geklappt haben. Und der Panoramakopf macht in 6 Abschnitten und 2 Reihen sein sphärisches Panorama. Oder passt da doch noch irgendetwas nicht? Scheiße, jetzt ist das Kabel hier so zu auffällig. Das hätte ich andersrum stecken müssen, das Kabel. Unten das Kabel kommt doch noch wieder in den Abschnitt rein. Also das machen wir nochmal. Sie sehen also, es gibt viele Fehlerquellen, es gibt viel zu montieren. Und da braucht man schon etwas Übung. Aber jetzt haben wir es endlich. 2 Reihen, 6 Abschnitte, Motor gesteuert, ausgelöst. Und hier das vorläufige Ergebnis. Jetzt schauen wir hier in Pedigree zu den Anschlusslinien. Passt dann da alles? Also die roten Anschlusslinien zeigen, ob Fehler da sind, sehr schnell. Und das sieht alles ziemlich gut aus. Nicht hundertprozentig, aber doch ziemlich gut. Und damit kann man leben. Da könnte man noch ein Feintuning machen, aber das passt schon alles ganz gut. Hier unten ist allerdings der Stativkopf drin. Den müsste man dann letzten Endes sicherlich noch rausstempeln oder ein, wenn man das möchte, ein Firmenlogo rüberpacken. Insgesamt also ein gutes Ergebnis. Und ja, jetzt kommt die Pendeltechnik. Hier habe ich mein Pendel und auf der anderen Seite so eine kleine Taschenlampe. Das ist dann so ein Gegengewicht. Und ja, das Ganze, was ich gerade Freihand gemacht habe, mache ich jetzt auch Freihand, aber dann besser ausgerichtet, ja, mit diesem Pendel. Und da brauche ich dann auch, je nachdem, wie tief der Boden ist, eine variable Länge. Das heißt, ich muss das hier auch so ein bisschen kontern auf der anderen Seite und gucken, ja, dass das hier dann auch möglichst so im Nodalpunkt ist, wie es dem Objektiv angemessen ist. Und hier weiß ich, das passt einigermaßen. Also jetzt den Pendel hier auf ein kleines Kieselsteinchen ausgerichtet und ich mache hier auch 2 Reihen, also 2 Reihen erstmal nach oben geschwenkt das Ganze. Und hier rotiere ich mich dann um den Pendelfixpunkt herum in mehreren Abschnitten, sodass sie Anschluss finden. Ja, und das kontrolliere ich in der Live View. Und schau dann letzten Endes, wie ist das Ergebnis hier im Pedigree, also die Abschnitte geladen. Und jetzt verrechne ich sie. Und jetzt schauen wir mal, was sagt Pedigree zu den Verknüpfungspunkten. This is good. Also Pendeltechnik scheint gut zu werden. Und hier jetzt mal in den Detailviewer mit den Anschlusskanten, den roten Anschlusskanten. Und hier kann man natürlich ganz genau sehen, ob die Abschnitte zueinander sauber passen. Und hier sieht das alles wirklich gut aus. Keine groben Anschlussfehler. Ja, sogar im Detail sieht das ganz sauber aus. Schauen wir mal auf den roten PKW. Ja, so eine Mini-Anschlussfehlerkante gibt es dann noch am Dach. Aber das ist gar nicht so dramatisch. Und ja, hier hinten am PKW, am schwarzen, sieht es auch ganz gut aus. In der Summe auf keinen Fall schlechter als mit dem Panoramakopf vorhin. Ja, und wenn man möchte, hier unten ist natürlich jetzt kein Stativkopf drin. Das ist natürlich sehr angenehm. Da braucht man also nichts wegstempeln oder auch kein Logo einbinden später. Ja, und man kann mit solchen Panoramen natürlich auch spielen. Man muss nicht diese 360 Grad Aufbereitung nutzen. Das zeige ich dann gleich mal, wenn man in Pedigree. Jetzt schauen wir noch mal kurz in den Himmel, ob da alles in Ordnung ist. Das sieht auch vernünftig aus. Also in Pedigree gibt es verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten. Hier mache ich mal Little Planet als Spielerei. Also das ist auch möglich, hier in Pedigree verschiedene Panoramaentwicklungen durchzuführen. Ja, Stefan, die Tücken der Technik, ne? Aber manuell hat es ja dann doch hingehauen. Ja. Nein, klar, das muss man natürlich dabei bedenken. Diese Fehler können selbst Profis passieren, wenn man da ein bisschen hektisch ist. Aber du, ich war da nicht hektisch. Ne? Das hat eine ganze Vorgeschichte noch gehabt. Okay. Der Kopf hat unglaublich viele neue Features bekommen. Der ist dann auch HDR, also ist ein Side-Round-Shot VR2. Also wirklich ein tolles Teil, wenn man sich ein bisschen einarbeitet. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Ganz toll, macht viel Spaß. Aber es sind natürlich einige Kabel und Steckverbindungen. Mhm. Und wenn man es nicht jeden Tag macht
Und ich hatte dann vorher in der Vorbereitung dann eben auch eine ganze Reihe Sachen schon umgesteckt und da gab es dann neue Kabel und hatte dann schon in der Vorbereitung vor Ort schon ganz viel gemacht, was man gar nicht gesehen hat und hatte dann da schon so viel mit zu tun gehabt. Und dann während des laufenden Videos, da war noch unter Zeitung, unsere Videofirma hat es eilig gehabt und dann funktionierte es da nicht und dann, ja, dann bin ich tatsächlich in Tränen fast ausgebrochen. Aber Chris, ist für Profis eine fantastische Möglichkeit, auch für Gigapixel-Panoramen haben wir auch schon gezeigt. Aber natürlich war das hier eigentlich ein bisschen überdimensioniert und gar nicht notwendig. Und man hat gesehen, der Aufbau, wir zeigen dann auch gleich noch einen kleineren Kopf, ist sehr aufwendig, bevor man erstmal loslegen kann. Egal wie viel Übung man mit dem Ding hat, man muss das Ding aufbauen, man muss ein Stativ aufbauen. Man ist dann auffällig. Und gerade in der Straße, die wir gerade gesehen haben, habe ich es vorher schon mal gemacht. Und zwar mit einem kleineren Kopf, aber natürlich auch mit Stativ. Und da kamen dann die Anwohner raus. Und dann musste ich mich erklären. Dann waren das Frauen mit Kindern und Mütter und so weiter, was ich denn da machen würde, ob das erlaubt sei. Dann haben die sich untereinander befragt, ob das dann überhaupt erlaubt sei. Ich habe auch schon die Polizei gehabt, also nicht in der Wohnstraße, aber hier auch in der Nähe. Weil ich da nachts ein Panorama aufgenommen habe, dann kamen die Anwohner und haben die Polizei gerufen, der observiert oder macht da was Verbotenes. Da wusste die Polizei noch nicht mal, ob ich das darf. Dann habe ich die Polizei auch geklärt. Also man darf Panoramafreiheit. Ja. Das hat Google ja auch gezeigt, auch wenn es vielen nicht gefallen hat. Unsere Rechtsprechung ist einfach so, du darfst frei von öffentlichen Plätzen mit Weitwinkel- und Panoramatechnik fotografieren, solange du nicht bei den Leuten in die Wohnzimmer reinlinst mit langen Teleobjektiven. Das muss auch so sein, Chris, sonst würden wir uns selbst ja völlig einschränken. Könntest ja dann gar nichts mehr fotografieren, weil irgendeiner sagt, ja, das darfst du nicht. Also, das darf man, das wissen aber viele Leute nicht und natürlich kann das dann aber einfach zu Diskussionen führen, ne? Genau, das, diese Problematik habe ich auch immer, wenn ich Street-Fotografie mache, auch ganz sehr heikles Thema. Ja. Das ist aber nicht unser heutiges Thema. Du hattest jetzt einen besseren Erfolg, indem du das manuell mit dem Pendel gemacht hast. Zumindest genauso gut. Also mit dem Pendel hat es immerhin funktioniert bei Tageslicht. Da sprechen wir dann gleich noch drüber. Mhm. Man kann nicht alles machen, aber es hat funktioniert. Und das war ja schon mal ein Erfolg, dass man sagen kann, ja, du kannst im Gegensatz zur völligen Freihandtechnik. Da hat man ja gesehen, dieser rote PKW, auch der schwarze in der Nähe, die waren ja dann ja völlig zerfasert, sag ich mal. Also ein Patchwork ist draus geworden. Das kann man auch nachträglich nicht mehr korrigieren. Da sieht man, man braucht ein Hilfsmittel wie ein Pendel. Wir sprechen dann gleich noch drüber, welche Alternativen es denn jetzt zu einem konkreten Pendel gibt. Man muss ja nicht gleich esoterisch werden. Ja, aber man hat gesehen, gerade dieses geometrische Motiv, diese PKWs, die sind schon sehr, sehr kritisch. Ja. Ne? Also da, oder um anders zu sagen, sehr undankbar. Ne? Da verzeiht kein Fehler. Ja. Das gibt natürlich auch noch andere Motive, die da wesentlich schöner vielleicht auch sind und wo klitzekleine Fehler nicht unbedingt auffallen. Genau, es gibt tolerantere Motive, nämlich oft im Naturbereich, bei Landschaften und so weiter. Nun gibt es ja verschiedene Naturmotive. Und genau das haben wir auch untersucht. Wie sieht es denn bei weniger kritischen, bei toleranteren Motiven aus? Kann man denn da nicht vielleicht sogar auf den Pendel verzichten? Und wie gut ist der Pendel denn da? Ja, und das zeigen wir denn hier einmal.